Moin Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Dying Light. Und ja, wir sind auf dem Weg, ein bisschen Fitness zu machen. Fitness am Morgen sozusagen. Und dafür müssen wir einfach mal ganz nach oben. Und da treffen wir uns mit Rahim. Der wird uns mal zeigen, ja, wo der Frosch die Locken hat wahrscheinlich. Aber wir sind ja, wie gesagt, hier irgendwie so ein Supersoldat. Das sollten wir eigentlich mit Leichtigkeit schaffen. Ganz oben hat er gesagt. Wo geht's denn hier weiter? Ja, vielleicht auch einfach die Treppe weiter hoch. Hey, kannst du dich denn mal drum kümmern? Da funkt. Rahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Hey. Ah ja. Na, worauf wartest du denn? Komm rüber. Sie benötigen die Sprungtaste, Leertaste für vertikale Bewegungen. Schauen Sie eine Kante an und halten Sie die Sprungtaste gedrückt, um sie zu greifen. Sie können diese Aktion während des Gehens, Laufens, Springens oder Fallens durchführen. Alles klar. Dann anvisieren und gedrückt halten. Ja, das scheint ja ganz gut zu sein. So, das haben wir also schon mal geschafft. Springen und hochziehen haben wir also drauf. Ich denke, wir sind der Richtige. Du solltest dich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran. Scheiß die Wand an. Aber guckt euch das an. Nice. Also mir gefällt es weiterhin. Aber diese Parkour-Elemente. Gucken, ob die noch ein bisschen ausgereifter werden. Wäre schon ganz geil. Yeah. Abrollen. Schade. So, Rahim. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay. Jetzt spring da runter. What? Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Rahim! Mein Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Ha! Du bist drauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, kleiner Witzbold, wa? Puh. Ja, ich würde sagen, habt Vertrauen! Scheiße! Scheiße! Adrenalin pur, was? Aber das war noch lange nicht alles. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Hey, wo bist du hin? What the fuck? Manchmal ist es besser, durch die niedrigen Enggänge zu kriechen. Warum reagiert meine scheiß C-Taste gebindet? Sprint ich eigentlich noch irgendwo mit oder laufe ich? Ist das die Höchstgeschwindigkeit? Brauch keine Kante greifen. Nicht langsamer werden, während du läufst. Bleibst du draußen stehen? Wo geht's lang? Bist du tot. Nicht schlecht! Für einen Neuling! Ja, ja. Ja, also läuft gut. Doch. Rauf auf das Gerüst dort! Und fall nicht runter, es gibt hier kein Netz! Mein Lieblingstrick. Katzensprung und Hochsterben. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. Nice. Ja, also es geht eigentlich ganz gut von der Hand. Da kann man echt nicht meckern. Gut gemacht. Und ich glaube, wenn man nachher okay, von Zombies abhaut. Zeit für den richtigen Test. So
benutze beim Laufen alles, was du findest. Okay, das war zu hoch. Ach da. Scheiße. Ach, Mann. Och, was denn? Muss man da genauso gerade ranspringen? Das ist ja ein bisschen unschön. Es könnte ein bisschen schneller gehen hier, dieses Kriechen, Klettern. Hinder! Sehr gut. So, einmal hier über die Planke. Spring! Sehr geil. Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Oder hast du das schon mal gemacht? Ja, ein super Naturtalent. Scheiß die Wand an. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. So, nehmen wir mal hier ganz normal die Leiter. Muss ja nicht alles im Paco-Modus durchforsten. So, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Hier. So, wo soll ich hin? Gehen Sie zum Wachhaus. Was passiert mit mir? Crane? Crane? Sag doch was! Was ist denn los? Scheiße. Irgendwas stimmt nicht. Rahim, was ist mit mir passiert? Oh, Scheiße. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hierhin zurück. Ja, auf dem Kran ist natürlich die beste Position, um mal kurz einen Anfall zu bekommen. Wo muss ich hin? Muss ich jetzt da hoch? Autsch. Wo ist denn jetzt hier meine Location? Verdammte Kacke. Ach da. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Da bin ich drum. Aha, ich krieg also Anfälle, ja. Zombie beim Fußball. Wo war denn das nochmal? Muss jetzt drüben sein. Ah, ein Stopp weg tiefer, verdammt. Lauf, lauf, lauf. Crane, gib alles, was du hast. Halten Sie F. Also gut. Sie haben mir einen richtigen Job gegeben. Und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit, so gut. Und sobald Dr. Zara mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen. Ja, mal gucken. Ah, Stockwerk 1. So, Quartiermeister. Ich hätte gern was. Ah, Sie sind der neue Späher. Rahim hat Sie per Funk angekündigt. Genau. Ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Übrigens, im Turm erzählen Sie, dass Sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Soll heißen, die Leute mögen Sie nicht besonders. Nehmen Sie es Ihnen nicht übel. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da auch noch die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt's hier nicht an Paranoia. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn Sie mir oder Spike aber Sachen aus den GRE-Paketen bringen, ändern die Leute ganz schnell ihre Meinung. Das Zeug ist lebenswichtig. Danke, ich werd's mir merken. Sonst noch was? Hab's eilig. Also, wenn Sie gemocht werden wollen, dann sollten Sie sich nützlich machen. Wer den Leuten hilft, ist gleich beliebter. Vielleicht finden Sie sogar eine Frau.
Für die kalten Nächte. Ich könnte mir jetzt schon wieder nur den Kopf ziehen, ne? Was bist du für einer? Das ist Bill Gates. Ja, den Leuten helfen. Ist ja die Frage, ob das jetzt ein Muss ist oder ob man sich das aussuchen kann, ob das irgendwelche Vorteile nachher bringt. Das werden wir natürlich erst im späteren Verlauf merken. Aber ich denke mal, dass ich schon die ein oder andere Sache besorgen werde oder den einen oder anderen auch retten werde. Weil so bin ich einfach. Herz allerliebst. Ja, darf ich? Was denn? Okay, Neuling, sei vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Okay, Neuer. Dr. Sarah ist in einem Anhänger auf einem umzäunten Spielplatz. Raus aus dem Turm, nach links und dann südwärts. Nicht zu übersehen. Ich heiße Crane. Okay, Crane, lauf einfach weiter. Du hast keine Zeit für Sightseeing. Und mach nicht so viel Lärm. Das zieht nur diese Viecher an. Würde mir aber gerne mehr angucken. So. Immer noch zu Dr. Zerr. Gucken wir mal, dass wir den meisten Zombies vielleicht erstmal aus dem Weg gehen. Werden wir wohl nicht. Da hinten ist schon einer. Da hinten ist auch noch einer. Schnauze. Ob ich einfach mal hier runterspringe? Wie ist jetzt mein... Oh. Was ist denn nun los? Voll der Frame. Einbruch. Machen wir den? Ist das da ein einziger? Na komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Na komm mal her. Na komm. Komm mal hier um die Ecke. Na komm, komm, komm. Komm. Mann, wie viel braucht er denn noch? Ich glaube, das haben Leute gehört. Aber irgendwie habe ich gerade leider echt mit Frames, mit Frame-Einbrüchen zu kämpfen. Ist natürlich nicht so geil. Aber warum ist denn auch meine Kennzeichnung auf der Map auf einmal die gleiche wie mein Zuhause? Das war doch eben noch anders. Alter. Teilweise geht das aber auch echt gar nicht, ne? Oh. So viel zu keinen Lärm machen. So, jetzt wird's mir. Hä? Oder oh, das ist mein neues Zuhause. Jetzt verstehe ich gerade hier nichts mehr. Verschwinde dir dreckigen. Mit den Frames ist das gerade echt ein bisschen nervig. Da muss ich in der nächsten Folge erstmal ein bisschen dran schrauben. Oder gucken, woran es liegt. Also alle umbringen kannst du dir auf jeden Fall nicht. Das heißt echt... Hä? Lass jetzt wieder irgendwo hier hin. Scheiße, hier komme ich ja gar nicht lang. Naja, dann suchen wir es nochmal hier an der Seite lang. Ach scheiße, dann hätte ich da gerade reinspringen müssen. Also irgendwie... Irgendwie habe ich gerade eine in der Waffe. Nein! Och, Kinders.
Na, geht doch. So, Mädels. Ich muss zu Dr. Zerr. Zerr. Ja? Muss ich hier rein? Tja, hallo. Ist jemand da? Ja, was soll denn das teilweise? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein, nein. Ein Suppressivum. Es heißt Antizin. Unterdrückt die Symptome. Setzen Sie sie. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom GAI nicht. Das Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel, aber ich habe Tests an Antizin und an infizierten Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Wer ist Dr. Camden? Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. Ich hoffte, die Infizierten würden sie finden und essen und dass ich dann die Ergebnisse dokumentieren könnte. Sie wollten sie nicht? Nein, alles für die Katz. Ich habe so viel Zeit darauf verschwendet. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund mehr, Antizin in Reserve zu halten, denke ich. Also, ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie jetzt. Wo war ich gerade? Sei schnell. Rahim, sie hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Ja. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Zerrs LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Okay, den ersten richtigen Job werden wir dann aber erst in der nächsten Folge erledigen. Ich muss jetzt mal gucken, wie das hier mit den Frames sozusagen aussieht. Weil auf Dauer würde mich das doch dann ein bisschen sehr ankotzen. Also muss ich da wahrscheinlich nochmal ein bisschen dran rumschrauben. Vielleicht nochmal ein bisschen nachlesen, was helfen könnte. Von daher, ja, etwas kürzere Folge, aber die nächsten werden dann wieder ein bisschen länger. Also freut euch drauf, ne? Bis demnächst. Ciao!